Moin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 040 Barbecue Bros. Heute bei Wind und Wetter machen wir eine Dorade auf dem Grill. Und zwar haben wir hiervon drei Stück. Ich weiß nicht, kann ich mal ganz kurz mal so einmal zeigen. Drei schöne Fische. Schön Dorade Royal. Genau, das Ganze werden wir heute in dem neuen Drehspießkorb von Mo einmal testen. Den hat er nämlich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Genau. Da kann man, oder den kann man nachher schön auf den Drehspieß raufpacken. Das Ganze kann man höhenverstellen. Ich würde sagen sogar so rum, oder? Das Ganze kann man höhenverstellen, obwohl. Man weiß es noch nicht genau. Ich gucke gleich nochmal rein. Ich würde es jetzt erstmal so machen. Auf jeden Fall kann man das Ganze in der Höhe verstellen. Ja, und dann ab auf den Drehspieß, lose Sachen. Feste Sachen wie mit dem Fisch geht jetzt auch endlich mal, ohne dass das dann im Drehspießkorb, also die Dorade, glaube ich, nicht so vor sich hin taumelt. Genau, irgendwann habt ihr dann Doraden-Mousse. Jetzt könnt ihr das Ganze festschnallen und dann geht die wilde Reise los in dem Drehspießkorb. Danke Peter, ne? Grüße gehen raus, habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Genau. Ja, immer gut, wenn man sowas bekommt, denn wir grillen ja ein bisschen öfters mal. Genau, Dorade füllen wir dann mit noch so ein bisschen Grünzeug hier, ne? Petersilie, genau. Thymian, Oregano und Limette und Orange. Genau, ein bisschen Säure gehört nämlich auch immer zum Fisch. Genau. Man sagt ja immer beim Fisch die 3S, säubern, salzen, säuern. Oder säubern, säuern, salzen. Oder salzen, säuern und danach säubern. Und dann säubern. Ja, man weiß es nicht, und ihr könnt es euch aussuchen. Danach salzt man dann wieder. Genau. So, wir haben jetzt die Doraden auf jeden Fall einmal vorbereitet. Dazu gibt es einen Flensburger. Heute mal wieder Norddeutsch. Von der Küste, ne? Genau. Weil die Dorade ist ja auch nah am Wasser gebaut, habe ich gehört. Von daher Prost, Männers. Viel Spaß beim Video. So, wir haben jetzt nochmal die Fische nachgeschuppt. Genau, war ein bisschen viel. Fangen wir nochmal von vorne an. Gut, ein bisschen hat man immer noch drauf, aber das ist nicht so schlimm. Das geht nachher weg. So, und dann kann man hier auch einmal vernünftig, ich weiß nicht, was ist das, so Zentimeter, anderthalb Zentimeter? Ja, nee, nicht so typisch. Nee, von... Ach so, ich wollte gerade sagen. Ihr schneidet den Fisch bis unten durch. Nein, so im Abstand von 1 Zentimeter bis 1,5 Zentimeter macht ihr ungefähr den Schnitt. So, reicht auch ein ganz leichter Schnitt, denn es geht halt nur darum, damit die Haut einmal ein bisschen sich ausbreiten kann und das alles ein bisschen besser gar wird und auch ein bisschen knusprig. So, wir salzen jetzt einmal die Fische von innen und außen. Einmal schön durchsalzen, das ist ganz wichtig. Und dann nehmen wir uns eine Orange, schneiden wir in etwas dickere Stücke, eine Hälfte. Das Messer ist so scharf, da kommt schon wie die Feuerwehr. Ja, echt. Und das Ganze machen wir jetzt mit der Limette auch. Und jetzt nehmen wir einfach nur ein bisschen Petersilie. So. Das kommt nochmal beiseite. Die hacken wir jetzt auch einmal nur ganz grob. Dafür mache ich das immer ganz gerne so zu einem Büschelchen. Und dann wird es einmal so schön gehackt. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Wind. Sturmpetersilie. Genau. So, und jetzt füllen wir die Dorade. Und zwar nehmen wir hier schön zwei Orangen, nehmen wir ein bisschen Petersilie, die einmal schön komplett im Fisch verteilen. Und auf die andere Seite kommen dann die Limetten. Wir haben ganz vergessen, oder ich habe ganz vergessen, da kommt noch ein bisschen Oregano und Thymian mit rein. Und noch ein bisschen Spritzeröl. Spritzeröl, genau. Und zwar nicht zu viel,
so, dass ein bisschen mit rankommt. Und so, fertig. Die ist durch. Und jetzt werden wir das Ganze mit der anderen machen. Dann machen wir es denn diesmal auch gleich richtig. Nehmen wir hier jetzt direkt ein bisschen Oregano und Thymian. So, Petersilie. Das sieht fantastisch aus, mein Lieber. Das riecht auch schon fantastisch. So, und zum Schluss noch ein Spritzer Olivenöl. Ich habe mich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so auf ein... Doch, bei der Secreto habe ich mich auch so gefreut. Vor allen Dingen, aber wie lange haben wir jetzt schon keinen Fisch mehr gegessen? Also... Also zusammen meinst du jetzt? Weil ich hatte vor 2 Tagen noch so Fisch. Ja, zusammen. Vor 3 Tagen. Also ich esse ja nicht so viel Fisch, weil irgendwie... Nee, stimmt, aber wir haben lange keinen Fisch mehr gegrillt. Auch nee, eben. Also auch Pulpo... Eben, weil es fehlt also immer so ein bisschen. Pulpo ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir müssen demnächst mal die Gussplatten, ja, die Gussplatten auf den Santos schmeißen und da mal schön Pulpo reinhauen. Pulpo durchgrillen, oder? Na sicher. Das sollte man mal machen. So, genau. Also könnt ihr euch schon mal aufs nächste Video freuen. Ja, hier. Oder eins der nächsten. Genau, stimmt, da ist ja eins der nächsten. Gibt's ja dann irgendwann auf jeden Fall nochmal einen Pulpo, einen gegrillten. Geil, freue mich auch schon drauf. Lecker. Pulpo liebe ich auch. Vielleicht mit so einem... So, du, wir werden jetzt einmal den Grill schon mal anmachen. Einmal aufdrehen, bisschen warten, bisschen länger warten. Und da ist er auch schon. Heute erstmal nur mit Backburner. Den lassen wir jetzt, wir gucken nachher einmal, wie es wird. Ich denke mal, er langt. Also ein Backburner beim Fisch sollte eigentlich lang. Das heißt, dass wenn wir nachher den Garpunkt so haben und wir sehen, die Haut ist noch nicht richtig kross, dann werden wir wahrscheinlich noch mal einen Brenner links und rechts anmachen. Mhm. So, Drehspießkorb. Eine Dorade so. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir den... Also ihr könnt flache Sachen da drin sehr gut machen wahrscheinlich. Oh, das wird ganz schön eng, ne? Aber so hohe Sachen wird wahrscheinlich schwierig. Ich denke eher was für so lose Sachen auch dann. Tatsächlich. Aber oh, ich bin gespannt. Das sollte eigentlich gehen. So. Also wir haben sowieso damit gerechnet, dass wir, wenn dann nur 2 da reinkriegen, das war uns von vornherein bewusst. Mhm. Damit die beiden auch von beiden Hautseiten dann halt dementsprechend auch was abbekommen. Genau. Ich nehme mal dein Bierchen weg. Oh, besser ist es. Nicht, dass es gleich oben ist. Aber nicht so weit. Nein, nein, nein. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir die hier einmal so durchbekommen. Taktisch, ne? Darüber bekommen irgendwie. Einer auf die zweite. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, einmal durch die Dorade durchzupieken. So. Stimmt. Und vielleicht. Aber nee. Schon. Nee, wir müssen hier doch nochmal durch. Irgendwie musst du hier so durch, ja. Ja, das ist kein Problem. Siehst du, dann machen wir hier ein und durch. Und dann kommt da, ne? Und dann den Kopf. Der Kopf ist einfach so hart. Die Dorade hat so einen harten Schädel. Ah, jetzt hat sie doch verloren. Sehr schön. Ah, siehst du. Also ist für uns auch noch ein bisschen Übungssache. Wie aber gesagt, der ist ja neu. Das Schöne ist jetzt, dass wir den richtig schön zudrücken den können. Richtig schön zumachen können und uns die Dorade dadurch nicht mehr zerfleddert. Nicht mehr zerfleddert, ey. Ich guck mal hier. Weil ich glaube, jeder kennt das. Ihr kennt ja diese Teile, die ihr so zuklappen könnt. Die sind ja dann auch immer so Mörder auf Spannung. Ja, ja. Dass wenn die langsam gart, dass die schon richtig aufreißt. Eben. Überall. Ist ja auch nicht so geil, sage ich mal. Und aber hier sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Haben wir das jetzt. Guck mal, die ist bombenfest, aber hat nicht so eine extreme Spannung drauf, dass sie gleich, wenn die gart, so zerreißt, wie bei diesen anderen Teilen. Das stimmt. Ihr wisst, was ich meine. Und dann, ihr kennt das Spielchen, einmal mittig vors Feuer, zack, die
Dinger angedreht hier. Und ich bin ja echt ein absoluter Fan von diesem Drehspieß, denn irgendwie, der hat noch nie enttäuscht. Dann lass ihn mal juckeln. Andersrum. So. Leute. Mittig ist das Ganze. Das sieht gut aus. Sie bewegen sich nicht. Ja, geil. Ich bin doch erstaunt. Ja, gut, hinten ist sie ein bisschen gerissen. Ja, ne? Aber das war wahrscheinlich vom ersten Versuch. Ja. Ach nee, der ist hier eingeschnitten. Ha, Idiot. Die ist hier angeschnitten, Alter. Die ist ja gerissen. Oh nein, die ist ja gerissen. Gut, dass sie angeschnitten ist. Nee, aber ich habe angefangen, nur gerade auf dem Grill zu machen, wirklich mit so einem Klappteil. Und da habe ich das Teil irgendwie kaum zugekriegt, so dann mit diesem Rübergeschiebe. Und dann dachte ich so, oh geil, jetzt habe ich das Ding zu. Dann ist mir das während des Drehens noch einmal aufgegangen. Dann waren die Dorade total aufgerissen überall, fand ich nicht so geil. Also war nicht für flache Sachen, ja, aber jetzt mit der Füllung und so. Vor allen Dingen probiert man es ja immer wieder mit der Dorade und so, ne? Und eigentlich ist es so, dass die Haut immer zerfleddert. So, von daher müssen wir mal gucken. Wir sind gespannt. Ich denke mal eine halbe Stunde. Ja, halbe Stunde und dann gucken wir mal, wie das so gartechnisch aussieht. Genau. Und hautmäßig, vielleicht nehmen wir noch links und rechts dazu, ist auch ein bisschen windig, dass wir noch ein bisschen mehr Temperatur reinkriegen. Genau. So Leute, nun sind wir soweit. Dorade ist fertig, ich mache alle Brenner aus. Wir haben zuerst nur mit Backburner gearbeitet, dann aber doch links und rechts die Brenner angemacht. Und jetzt zum Schluss, die letzten 5 Minuten ungefähr, haben wir nochmal die unteren Brenner angemacht, damit die Haut einfach nochmal ein bisschen cross fährt. Genau. Wir haben einfach eine kurze Garzeit und da müssen wir mit schneller Hitze. Ich zeige euch das mal kurz. Nicht low and slow, sondern einfach ein bisschen mit Dampf geben. Bisschen schnellerer Hitze. So, Handschuhe sind überbewertet, haben wir heute festgestellt. Deswegen einmal die alte Nummer. Ja, wie gesagt, wir mussten uns auch erstmal rantasten, wie wir denn die Doraden da reinbekommen und dann den Spieß da durch. Also wir machen das hier ohne irgendwas zu schönen. Immer. Also wir sind da wirklich straight. Und ja, das war das erste Mal. Also wie gesagt, ich hatte im Januar Geburtstag. Das Teil stand jetzt bei mir im Abstellraum bei meinem Grillzubehör und heute haben wir das erste Mal benutzt. Deswegen erstmal Lugi-Lugi machen, wie wir dann da die Dorade am besten reinbekommen. Aber auch das haben wir hingekriegt. Das habt ihr ja gesehen. Die haben seine Handschuhe leider verbummelt. Aber was soll's. Leider ja. Aber auch das ist hier kein Problem. Wie aber ich zeig euch die Rohre. Ja, geil, ey. Auch die Limette, ne? Die riecht richtig gut. Limette ist aber auch echt ein Wunderzeug. Allerdings. Soll ich die einfach um, soll ich die so einfach mal wie so ein... Ja, wie ein Auflauf, einmal umkippen. Voilà. Hab zu weit gedreht, du. Oh nein. Okay. Einmal weg. Einmal tschüss in den Garten. Aber sie sieht doch... Das war doch ein schneller Schwung, das hat doch gut funktioniert. Ja. Und sie sieht doch ganz gut aus. So, liebe Leute von heute. Welche möchten wir denn probieren? Das ist mir gleich. Dann nehme ich die mal beiseite. Achso, dann nehmen wir die, ja. Mhm. Gut, die Haut ist jetzt nicht so knusprig. Wir hätten noch ein bisschen mehr gekonnt, denke ich mal, mit der Hitze. Wir hätten gleich, also wir empfehlen euch, Backburner an, die unteren Brenner gleich mit auf Halbschub, würde ich. Oder Halb- oder Vollschub. Oh, guck mal. Gleich mit, weil der Fisch braucht halt einfach nicht so lange. Was hat er jetzt gebraucht? Eine knappe halbe Stunde auf jeden Fall. Und in der halben Stunde braucht man dann einfach die schnelle Hitze. Ja. Aber mega saftig. So. Ja, salut. Aber. Saftig bis zum geht nicht mehr. Absolut. Also richtig gut. Mördersaftig. Sie ist gar. Schön zart. Guck mal hier, sie geht auf jeden Fall. Perfekt gesalzen hast du die. Ja. Finde ich richtig gut. Nimm gutes Salz. Also das Salz kommt gerade richtig geil. Das war halt Fleur de Sel, ja. Kostet zwar einen Euro mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich nutze das halt super gerne. Also wenn ihr wollt, ich verlinke euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung. Wenn ich das noch finde, weil ich habe das
Damals war das auch vom Kurs her noch richtig günstig. So, mittlerweile ist ja auch Fleur de Sel extrem teuer geworden. Ja, so wie alles. So. Also wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, wir testen uns ja auch immer ganz gerne an neue Sachen ran. Ja, ist ja bis auf die Haut ist sie perfekt geworden. Würde ich auch sagen. Und hat Spaß gemacht. Ich habe mich derbe gefreut auf dieses Video, wirklich. Mhm. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure 040 Barbecue Bros. Daumen, Kommentars. Nochmal zur Mütze, wie gesagt. Ach so, genau. Wenn ihr wollt, 18 Euro inklusive Versand. Wir haben welche da. Meldet euch gerne. Wir finden sie super. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Reingehauen. Tschüss.